Hier. So. Ich denke mal, ich möchte jetzt kurz mal nachschauen. Assassin's Creed Mirage. Interessante Kacke aber auch. Okay, hat nicht geklappt. Egal. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn ich jetzt hier auf. Naja. Warum wird mir noch Sons of the Forest angezeigt? Egal. Wir sind aber, ich glaube, wie und Twitch. Mal kurz gucken, ob das alles läuft. Ja, toll. Hogwarts Legacy. Nein, das stimmt jetzt mal nicht. Ey, ich hab doch extra. Ach so, das übernimmt's natürlich nicht, ne? Alles klar, wir müssen jetzt. Was? So. Ich muss immer noch das Ganze okay manuell angeben. Aber das macht jetzt genau nichts. Und hier müssen wir das, glaube ich, YouTube checkt das, ne? Ich glaube, das begreift YouTube, das kriegen wir hin, hä? Ne? Yo. Also ich hoffe mal, das funktioniert. So. Nur mal gucken, wie das Ganze läuft, ne? Also. Darf ich bitte sehr? Yo. Das Haus, der war ja da unten 62 Meter, das kriegen wir offenbar noch hin. Oh mein Gott. Gut, mein Ding kriselt nicht so schlimm wie dein Kollege, das wir gestern hatten. Also, wir haben gestern, das war aber Codec wahrscheinlich, Codec bedingt. Boah. Darf ich bitte sehr? Jetzt. Das ist ja auch irgendwie ganz. Ja, okay. Das geht eben nicht anders. Ups, und runter sind wir. Und dann noch die Meter, die kriegen wir auch noch hin, ne? Die 190 Meter. Das ist immer Hilfsmittelverbesserung. Man muss immer die Hilfsmittelverbesserung machen. Das ist doch gar kein Sinn der Sache. Also, ich verstehe mich nicht falsch, aber warum müssen wir immer wieder diese Verbesserung machen? Also, klar, dürfen wir es. Hey, super, wir haben es. Hallo, ich möchte nur kurz hier auf Chat. Danke sehr. So, und das hier, so. Ich kann nicht glauben, was Imar zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig, doch du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Und 160. 130. Ja. 110 Meter, das kriegen wir natürlich auch noch hin. Ja, ich habe jetzt zwischenzeitlich den Stream angeschmissen. Mal kurz zum Checken, ob das alles funktioniert. Und das Haus der Weisheiten. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbiegen können. Ach so. Wir sind hier sogar erwünscht. Hä? Leute, beruhigt euch. Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Aber Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt.
So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen. Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. Warum nicht beides machen? Also, warum ist der Fall jetzt geschlossen? Hä? Ich check's gar nicht. Und wieso wurde jetzt abgebrannt? Warum das? Hä? Das ist ein neuer Zweig, ne? Warum nicht? Mal schauen, warum hier ein Feuerhaus gebrannt. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Können wir jetzt hier einfach nur... Gibt's hier auch einen offiziellen Eingang oder müssen wir wieder Assassin-mäßig durchgehen? Ich wollte das Ziel des Weisen lesen. Aber es ist dem Feuer zu aufgeschlossen. Wer hat all diese seltenen und strittigen Bücher verbrannt? Doch sicher nicht der Kalif. Wo ist Tunay? Er schuldet mir Geld. Weiß ich nicht. Frag den Buchwart. Um die Bibliothek herum wurden Wachen aufgestellt. Was geht hier derzeit nur vor? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Okay, da ist die erste Etage, oder was? Los, Inkido. Ey, was ist nur los mit dem Spiel gerade aktuell? Heute Morgen schon zwei Schlenker drin? Was sind die? Warum? Nein, falsche Taste. Das hier wollte ich. Das ist doch die zweite Etage, oder? Ist es das da hinten oder wie jetzt? Oder können wir hier aber mal durchmarschieren? Nee, das ist zu. Das sind Gitter. Okay. Er lebt noch? Ah, das kann mir total an, dass er noch lebt. Das ist doch nicht normal. Spaß ist vorbei. Super, Wurfmesser bekommen. Ups. Werd nicht übermütig. Mach es. Ah, Kacke, ausweichen. Du bist nicht in Form. Nö, brauche ich nicht. So, haben wir hier irgendwo unser Messer rumliegen? Das ist wieder unauffindbar, dieses Messer, ne? Das war ja knapp.
Also ja, da wirklich ist jemand reingezimmert, ne? Nö. Aber nicht noch einen zweiten Kollegen hier, also noch einen dritten meine ich. Also, ja. Oh. Ein besitzt man der Zeitenleser. Oh Gott, ist da hinten. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Warum? Musst du nicht. Ich mach das schon für dich. Naja, man darf jetzt auch nicht gerade so fies sein, ne? Jo, Nee, ich wollte eigentlich das andere machen, ne? Den Buchwart. Hängt das vielleicht zusammen? Judas, poste den Tod! Jo, finde ich gut. Haben wir das gemacht? Ich glaube, den Tod haben wir gekostet, ne? Einfach andersrum. Hier können wir auch nicht rein. Mein Gott, wo können wir denn hier noch durch? Wir starten jetzt aber auch Leichen. Die sind auch nicht ganz mehr so hundertprozentig okay, ne? Das ist das Haus der Weisheit? Nee, wir sind ja schon hier. Aber hier gibt es ja mal gar nichts, ne? Außer noch einmal ein Aussichtspunkt oder wie jetzt? Schon wieder. Ach, es ist der 6. Der 6 Uhr Wecker kommt. Naja. Schöne Sache hier. Komm mal runter. Ja, ich glaube schon, ne? Das dürfte ja gehen. Ups. Ja, dieses Sperrgebiet ist irgendwie auch ein bisschen lustig. Hallo! Steht schlecht für dich. Ich rufe Unterstützung! Erbärmlich! Ich weiß doch, dass wir hier hinten durch müssen. Stechling! Lass dich zermalmen! Och. Ach, und die haben auch zugeguckt da hinten. Die wollten nicht. Ja, du, egal, ne? Hey, du bist tot! Ja, ja, schöner Tag. Nein. Danke sehr. Ich habe mir gedacht, dass ich so schöne Treffer hatte. Oh, muss ich wieder aktivieren. Oh, shit. Hätte ich da... Okay. Ich bin schneller. Ich steigere nicht. Das Vergnügen lag ganz bei uns. Ist der jetzt einfach umgefallen, der Kollege? Ich glaube ja, ne? Der Kollege ist einfach umgefallen. Und schwupps. Wir haben ihn offenbar ein bisschen viel umgebracht. Oh, ich sehe es mit der Bewässerung. Warum kommen die immer wieder? Das ist doch kacke hier. Ja, willst du. Oh. Ja, man wird oft getötet hier bei den Aufträgen. Sehe ich auch ein. Ist leider so. Berufsrisiko. Gibt's hier noch mehr? Ja, da oben gibt's noch, ne, Leute, die wir umnieten können. Und dann sind wir dann irgendwann safe. Och, mein Gott. Gibt's auch Probleme. Oh.